die ganze Nacht. Schlaft schön, wenn's Freunde macht. Oh, Sebastian muss nur eine Stunde schon wieder auf Arbeit. Können wir mal was gucken. Also auf jeden Fall kann sie sich mal duschen. Brauchst du vielleicht noch irgendwas eigentlich, um in der Arbeit aufzusteigen? Da bin ich gerade blöde. Ja. Athletik. 5. Na, das machen wir heute Nachmittag. Oh. Okay. Das machen wir, wenn du wieder da bist. Da können wir bis zur Ermüdung trainieren. Wieso müssen das so zeitig auf Arbeit? 7 Uhr. Und Uwe fängt erst um 8 Uhr an. Arbeit bis 15 Uhr. 9 bis 15. Hat der ein Glück. Philipp ist auf. Ein Stein finden. Jemanden kennenlernen. Nee, ich bin Einzelgänger. Hacken. Hacken. Ja, Sebastian, du weißt ja, was du machen musst. Den habe ich noch schafft, irgendwas zu hacken. Daniel ist wach. Muss der Uwe dann aufs Klo, wenn der aufsteht? Nö. Upgrade selbst reinigen. Da hast du nämlich 5 was erfüllt, das ist gut. Danach kannst du ein bisschen aufräumen. Aufräumen. Ja, sie haben eine Kopie von Philipp mit an. Oh. Und danach darfst du dann noch reparieren. Okay. Was machen wir denn jetzt, Philipp? Ich meine, gute Frage. Was mache ich denn jetzt dem Jungen? Ist es irgendwas in der Stadt, wo der zocken kann? Internetcafé oder so? Ach, hier kann man mal vorbeigehen. Nur mal so, mal sehen, wer da wohnt. Da waren wir noch nie. Uwe, müsst ihr auf Arbeit kommen, alleine? Denke ich, dass das schafft. Warum renne ich den? Also. Wir sehen, wer da wohnt. Mal klingeln. Ding, dong, ding, dong. Wer steht vor der Tür? Komm, klingel noch mal. Ui, hallo. Wer bist du denn? Nicole. Ach, Nicole kenne ich ja schon. Ui, da wohnt ja noch jemand. Begrüße mal hier. Freundschaftlich begrüßen. Das mag ich, zwar nicht, aber das mache ich jetzt mal. Sehen, ob ich das hinkriege. Spezial Computerfreak. Über Computer reden. Kennst du das? Computer. Ich hab ne Maus. Oh ne, mit Computer hab ich gar nichts am Hut. Ich kann Grimassen nicht mehr. Ja, und die Maus, ne? Ach so, mit Laptop oder so, ne? Ne, das halt da. Ein Laptop hab ich. Ne, Laptop hab ich auch, ne? Das weiß ich, was das ist. Freundlich. Über Lieblingsfernsehschuh diskutieren. Ja, ich hab so einen Fernsehschuh, ne? Da mit Sternenrittern und. Ah, ne, ein Fernseher, das kenn ich nicht. Was ist denn da? Ja, das im Gegensatz zum Buch ist das nämlich so mit digitalen Bildern. Ach so.
Web Z? Ah, oh, Junge. Nö. Was? Wir, ein Partylöwin ist sie. Aha. Das habe ich rausgefunden, weil ich über Fernseher geredet habe. Gruppe gründen. Ich wüsste zwar nicht warum. Du jetzt einfach mal eine Gruppe gründen mit der. Warum auch immer. So, wartet. Und weil ich Hunger habe, gehen wir jetzt was essen. Gehen wir jetzt schön was essen. Genau hier. Hier essen mit. Oh. Um geht es, ne? Ach, von 11. Hm, ne. Gibt's noch eine andere Kneipe? Hier was. Hier essen mit Gruppe essen. Ess bitte. Gehen wir mal mit Gruppe essen. Mit Virgi. Das ist ein komischer Name. So, da folgen wir doch mal einen guten Philipp. Einzelgänger folgen wir mal. Oder wie bereits im Eurotruck Simulator erwähnt, dem Introvertierten folgen wir. Komm, willst du mit essen gehen? Falsche Stimmlage. Komm schon. Ich beiß auch nicht. Du darfst nur das Essen beißen. Und vielleicht auch mich. Was ist denn das? Das war was mit Daniel. Janine Kolak. Daniel, ist das was für dich? Schreib's mal in die Kommentare. Daniel, mit wem willst du dich anfreunden? Mit Abdul? Oder mit Janine? Schreib das bitte mal in die Kommentare mit deinem Account. Assisin2. Da ist ein Teich. Essen, 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 essen. Nee, ich hab nur dreckiges Besteck. Und ich nehme Tafel. Ja, kenn ich. Ich hab eine Pfanne. Eine schöne Pfanne. Oh, und Musiknoten. So, ich habe im Restaurant gegessen. Wenn du den Topf nimmst und so, ne? Philipp Schneider hat im Restaurant gegessen. Ja. Glückwunsch, Daniel hat Geschicklichkeit erlernt. Daniel hat genügend Zufriedenheit und Lebenswert, um eine Belohnung zu erwerben. Ja, ja. Sebastian Lichter, ja, gut. Wo bin ich denn? Ach, ich bin auf der Rückseite. Wo gehst du hin? Herbeirufen. Dazusetzen. Sitzen. Will mich doch ein bisschen mit... Nein, was denn jetzt? Ja, dann wird angesprochen. Bist ein Kind von mir. Wo ist das denn? Keen, Manal, Arg, Wallow, Mars, Denemini. Freundlich. Nach Karriere fragen. Freundlich. Kennenlernen. Ma, Dani. Was denn? So, ich muss ja synchronisieren. Wie sieht's denn aus? Arbeit und so. Hast du da was? Kann ich damit anfangen, weil ich bin arbeitslos. Ach du, wir würden das so schön zusammenpassen. Ich hab eine Tasse. Hast du noch was anderes? Ich hab eine Rakete. Die Rakete kann ich in die Tasse stecken. Was soll das da stellen? Buch? Nee, mit Mikroskop kenne ich mich nicht so aus. Lustig. Spezial. Stubenhorror. So.
Gemein. Nein, das will ich nicht. Philipp hat folgendes Merkmal vor. Wer ist charakmatisch? Plaudern. Komm, wir laden mal nach Hause ein. Das klingt gut. Er klappt denn hier so rum? Hat in die Mülltonne gekotzt oder wie sieht's denn aus? Was macht ihr jetzt zu zweit hier hin, ne? Ich dachte schon. Nee, die machen es wirklich. Nee. Uwe ist wieder zu Hause. Uwe ist befördert worden. Das ist schön. Okay, das ist leicht. Guck mal, da ist er fast schon müde. Da gehen wir hier 18 Uhr die Fitnessstudio besuchen. Bis wann arbeitest du? Bis 15 Uhr. Hey Daniel, kennst du schon mal eine neue Freundin? Hast du auch eine? Hehe. Erstmal benutzend. Und dann, den müssen wir auch noch hier ein bisschen freundschaftlich veranlagen. Da wohnt doch noch so eine bei der mit dem Haus. Der ist doch was für ein Daniel, bestimmt. Plaudern. Freundlich kennenlernen. Freundlich. Was hab ich jetzt? Geschichte erzählen. Ja, warum nicht? Freundlich. Naja, ich glaube, das passt jetzt nicht so ganz. Lustig. Ich will irgendwas Interessantes machen. Nee, Quatsch. Also. Hast du das Klo kaputt gemacht? Alter Dicker, was ist mit dir los? Ui, jetzt habe ich hier Hauswand. So wollte ich es natürlich haben. Uwe? Alter, was ist denn mit dem Uwe los? Wer ist denn diese Vita? Uwe, jetzt triffst du dich gefälligst mit dieser Vita oder lädst sie nach Hause ein. Ich will jetzt wissen, wer das ist. Nach Hause einladen. Klar, ich komme gleich mal rüber. So.